So, viel Spaß! Dann. Und der Handy, das bist du. Was war denn so eine Rückfeuchtung? Ich frage, wie fahre ich da auf Klo? Du machst mal auf Klo, sie wird auch angepinkelt. Er fängt an hier, Sänger fängt an. Ja, zwei Grad raus. Keiner, macht da ein legendäres Manöver, das wird in die Anal reingehen hier. Anal? Anal. Oh, dann müssen wir das auch machen. Mann, was sollen die Leute von uns denken? Ja, die denken, ist mir scheißegal. Die denken, wir sind irgendwie Pedelle aus der Münze. Ja, sind wir ja auch. Auf. Oh, guck mal, der Band. Ach, scheiße. Oh, das war's. Das war's. Game over. Anfänger. Wie hast du es nur in der DM-Cut geschafft? Ich weiß es nicht. Reingebammt. Er hat sich in den DM-Cut reingebammt. Ja, das war ja auch Wahnsinn, ne? So als bester Republikspieler, das hat vielleicht auch nicht viel geschafft. Ja, bester Republikspieler Deutschlands. Ja. Aus der zweiten Runde. Ich glaube, wir waren noch am ersten Tag einer Klasse. Ja, gut, im Cup waren natürlich, sind noch welche bis ins Finale gekommen oder so. Ja. Was waren da im Finale überhaupt? Weiß ich gar nicht. Tali war da. Ja, Tali, ja, aber der hatte ja Imperium. Das weiß ich nicht. Mehr weiß ich gar nicht. Ich gebe einfach mal Fokus. Ja. Fokus für den Weiling. Nee, warte mal, nee. Nee, dann will er auch Nickel immer drehen, ne? Genau. So, und dann ist meine Dreier. Das ist meine Dreier dran, ne? Das ist so mal der hier. Der fliegt mal hier geradeaus. Hallo. Hallo. Schau mal. Guter Hallo. Wer ist das? Kai Uwe. Hallo. Und der macht auch hier geradeaus. Ja, ich mach einfach mal. Ich guck mal so, was die Leute so sagen. Nee. Uwe, du musst uns vorlesen, du bist der Vorleser. So, bitte. Dann ist deine 4. Finale war Imp gegen Resistance. Resistance? Ja, siehst du das? Uwe, pass auf. Meine 4? Fliegt auf 4 Grad aus. Dafür kriegt die hübsche. Ein Evade. Ein Evade. Und dann hat, deswegen hat die auch Finte, ne? Du bist ein Fuchs. Nein. Nee, Roger ist ein Fuchs. Roger hat sich die Liste ausgedacht. Ich hab noch den Cody dazu ergänzt. Mach den Cody. Ja. Was macht der nochmal? So, warte mal. Und, Wie gesagt, gib mal her die Karte. Ja, der gleich. Nein, ich nehme die Karte. Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der verfehlt hat, weil ein oder mehrere Hitcrits neutralisiert wurden, dann bin ich angestrengt. Wie kann ein Androide angestrengt sein? Ja, dann ist meine 4. Der macht 4 geradeaus. Und dann gibt er sich ein Calculate dahin. Dann ist meine 5 sozusagen dran. Berwerkret. Der macht auch 4 geradeaus. Und. Ach komm, der nimmt sich noch so ein Traktor-Ding. Traktor sich raus. Dann muss er seinen Winkel drehen. Ja. Nach vorne und dann traktort er sich nach vorne. Und dann nimmt er sich in die Welt, aber dann ist die Runde auch schon zu Ende, deswegen ist das Pups egal. Nee, also warte mal, die ist noch nicht zu Ende. Jetzt haben wir die Endphase. Und in der Endphase will der lustige 404 noch seine Truck-Floyds abschmeißen, für die ich gar keine Charges hingelegt habe. So, da. Zack. Was sind die da hinten? Ich schieße die hier, wenn man hier macht. Wer schießt den raus? Der Vierer? Ja, dann mach mal. Ja, das macht er auch. Und zwar benutze ich, welche Schablonen darf ich benutzen? Geschwindigkeit 3. Nee, ich darf die starten oder abwerfen. Ich möchte sie gerne starten. Ein typischer Mann. Das ist ja auch nicht der nächste Fall, der nicht skaliert. Rosa! Eben war es gar nicht so schlecht. Weil Obi war mal voll. Ist hat ein Schild verloren gehabt. Und Samtag hat er jetzt noch zwei Leben. Aber ich habe Annie auch schlecht gespielt. Voll verheizt. Ja, und hier Dings war noch schlimmer. Rick hat das nicht auf die Fähigkeit, dass er das und das machen kann. Ja, dann mache ich da 5 Dinge in die Fresse, bekomme nur 4, glaube ich. Mitten ins Gesicht. Aber ist dann halt so.
Das war's, ne? Ja. Haben wir nichts zu dem jetzt gleich, oder? In der Systemphase darf ich den nochmal bewegen. Mhm. Wie viel darfst du mit 2, ne? Mit der, genau, mit der 2 gerade, glaube ich, oder mit der 2 seicht. Mhm. Da musst du halt, ich weiß nicht, ob du einen Moment noch hattest, aber hast du, glaube ich, schon ja, reden. Dann musst du halt die Attacke, dann ist dann wieder der Kern aus V. Dann mach ich halt nichts in der Counter. Dann gehst du hier und machst du einen Move One auf Lö. Genau, auf der Lö, das war mein Ziel halt. So groß kannst du das auch noch machen. Ja. Gehst halt dann den Löwen nach. Ja. So. Und dann setzt du keine Karte mehr rein. Okay, im Grundfall. Die Idee von was halt dann umsetzen für sich. Ja, ist auch ein bisschen. Jo, mach mal. Jo, mach mal. Systemphase. Und trotzdem verloren. Dau. So. Du darfst das Ding jetzt nicht auf den Stein lenken oder so. Doch, ja? Alles darf ich. Ah, okay. Und dann muss auch nicht würfeln, weil er sich ja, weil das kein Movement oder kein Manöver ist, sondern einfach eine, wie heißt das? Ich darf anfangen, ne? Neupositionierung. Die Luft? Ja. 3 geradeaus. Peinlich. Ein Fuchs. Bordzeichen. Das ist ein richtiger Bordzeichen. Zwei geradeaus für 10 Jahre. Ich war irgendwie gefesselt, weil ich dass ich nicht mehr Schnicker, Zinker. Schnicker, Zinker. Mhm. Und ich jetzt auch dachte, so, wie war es jetzt hier? Komm, du hast jetzt immer noch nicht weiß, dann kannst du es nicht. Dann darfst du nicht machen. Darfst du nicht machen? Doch, mach das. Ich hätte jetzt Tor voll machen sollen, richtig? Dann machst du das Tor. So war das? Nee. Wieso? Ja, sehr gut. Seitor! Sehr gut. Er hat's. Applaus! Auf Anhieb richtig gemacht, fast. Nur mit einem ganz kurzen Zögern. Ja, da fangen wir mal. Siehst du mal, auch so mit kommst du weiter. Ja, Pink mal ein bisschen weniger. Dann spielt ja 4 Arcs in der deutschen Meisterschaft und weiß immer noch nicht, wie man die Barrel rausmacht. Die braucht man auch normal nicht. Wo soll ich mal die Ball hinlegen? Klar, kann ich mal hier hinten hintreten. Wollt ihr irgendwas helfen unter die Arme? Du kannst du mal rausziehen. Ja, ich ziehe ihn gerne raus. Der Fuß hier halt. Das hat ich glaube, keinen Sinn, dass ich irgendwas da machen. Dann sind ja meine Dreier. Ja. 4 geradeaus. Dann liegt noch 6 voll. Stimmt. Lässt du den Ball noch rein von Benny zuspielen? Ja. Die ist selber mit drin. Calculate. Und kannst du noch also mit dem Ball noch rein und spielen weiter. Ja. Ich gerade aus. Calculate, dann ist deine 4. Ja. Ach, sie. Das ist bei dir auch wieder irgendwie wichtig mit Geschwindigkeit bei Partner irgendwas? Nee, ne? Nö. Nö. Dann kann ich ja die Räder. Nur Feuerwinkel. Nur Feuerwinkel. Ich darf dann nur ein Auge jeweils immer drehen. Ne? Im Angriff und in der Verteidigung auch, oder was? Soll ein Feindgeschiff in deinem Feuerwinkel ist? Ja, klar. Verteidigt oder einen Angriff durchführt, kann okay. Nur ein Geschäft noch ein Auge modifiziert. Andere Ergebnisse können weiterhin modifiziert werden. Ach so? Genau. Das heißt, wenn ich 3 Augen habe und ich habe einen Target-Block, kann ich auch nur ein Auge nachwürfeln. Richtig? Richtig. Oder? Was sagt das? Augenergebnis modifizieren. Ja, das Neuwürfeln ist auch modifiziert. Ja. 404. Die geht aus. Calculate. Jetzt bleibt spannend. Das ist meine 5. Was macht der? Der Kret, der fliegt auch wieder raus. So. Will er sich schon wieder Traktoren? Will er das? Ja, der Traktor sieht mal wieder. Haben wir den da? Der Traktor zieht. Und nach vorne. Oder? Macht er sich einen nach vorne? Kann er sich auch einen zur Seite Traktor, ne? Nö, mach mal einen nach vorne. Und dann dreht er den Winkel wieder nach rechts.
Und dann steht er da so. Und dann ist die Runde schon wieder zu Ende, ne? Dann haben wir schon wieder eine Endphase. Das ist lustig, weil dann schmeiße ich schon wieder irgendwas ab. Was irgendwie, da spukt es, glaube ich. Wieso sollt ihr jetzt nicht die geile Fußbrüche stecken, wenn ihr da nichts von macht? Aber das schöner aussieht als die Holzoberfläche. So, theoretisch bräuchten wir jetzt auch gar keinen Dice Tray mehr. Wir könnten einfach auf den Tisch würfeln. Mhm. Geil, ne? Die würfeln irgendwo hin, keine Sau mehr, was los ist. Voll. Ja, man weiß doch, wo die Kamera ist, muss man halt ungefähr dahin würfeln. Mhm. So. Aha. Wo? Der war völlig jetzt nicht auf meinen Kutschern gespielt. Wo? Jo. Jojo. Jetzt hast du den eben gar nicht bewegt, warum hätte ich ihn bewegen müssen? In der Systemphase. Ah, in der Systemphase. Die ist ja noch gar nicht die Systemphase. Dang, it's perfect. Für jede Attacke, die er macht, einen Schaden erzeugt. Also, das ist selbst wenn er rappt und irgendwie drei Schaden und ein Schaden macht, kriegst du nicht viel Luft dazu. So ist es jetzt zu sagen, dass die Systemphase immer. Genau. Rest für zwei. Ja. Ein. Okay. Also, jeder hat kaputt. Die Schaden so. Also, ganz in Heil. Nein, die sind unzerstörbar. Unfassbar. Unfassbar. Nein, die sind nicht unzerstörbar, du kannst halt drauf schießen oder drüber fliegen. Wenn du drüber fliegst, würfle ich Würfel, beim Auge gehen die, glaube ich, kaputt. Ja, mit einem anderen Würfel, beim Auge gehen die kaputt. Krass. Oder drauf schießen, ne? Haben wir drei Wendigkeiten, nur einen. Habe ich? Ja. Schleife drei? Also. Und plötzlich Bomben kannst du sie auch kaputt machen, aber du hast gar keine Bomben. Oh nein. Schade. Das ist auch nicht schlauer. Und ich habe jetzt irgendwie gelernt, durch die Elektronen-Protonenbombe könnt ihr auch Schaden nehmen. Das wurde auch irgendwo mal hingeschrieben. Niemand weiß wo. Hm. Wahrscheinlich in den Archiven von FFG, irgendwo im Keller, in den Jedi-Archiven. Da haben sie den Regeltext hinterlegt. In den Jedi-Archiven? Achso, ja. Da hat er gar keine Punktleute mehr, weil ich bin abgestritten. Ich hätte Stress gehabt. Der mit der Fassrolle, ne? Der Sinker. Der ist alles klar. Gut, alles klar. Drei gerade aus. Und der hat der gestresst. TNG hat jetzt noch eingemacht. Und bleibt der gestresst. Jacques. Wir haben eingemacht Pharma. Jacques. Und was tut der so tun wollen? Tun, machen? Ja, das ist eine gute Sache. Ne? Das ist die Sache. Ich finde es so geil. Also, der hier hat dieses Seelenbase, ne? Dann kommt der mal dran. Und der hier. Manchmal zwei.
Dann mach mal so einen Tagedog. Ja. Hm, ich doch mal die Fassrolle machen sollen. Ja, dann habe ich den Gelbe. Jo, den Gelbe. Lass ihn mal drinnen. Ja. Den Jack. Dann ist der Orange. Die sind nämlich so geil aus. Die finde ich nämlich auch. Die sind einfach mal scheiße bereit. Das ist so meine Theorie. Weil auch die Fritz hier, die sind richtig. Und der Orange macht ja nochmal einen Tagedog. Mhm. So, dann ist deine Packe. Hauptsache. Hier bin ich auch richtig schick. Wir sind so von der Küche Papier hier. Und jetzt hier so ein Rocky. Rocky Bock. Und Schuh. Hm? Hier, hier könnte vielleicht oder passen. Genau. Oder vielleicht. Vielleicht auch nicht. Passwort passt auf jeden Fall. Also nach rechts zumindest. Schuh passt nicht. Ich mache eine Fassrolle, aber ich würde jetzt gerne mal, ich mache die Fassrolle nach rechts. Ja, ich würde gerne mal gucken, ob das gepasst hätte. Also ich glaube ja. Ja, wahrscheinlich schon. Aber du wolltest ja keine Fassrolle machen, keinen Schub machen, sondern lieber eine Fassrolle. Ich habe es noch gesagt. Ja, hör doch auf den Uwe, der hat viel Erfahrung. Jetzt habe ich das auch, also bei dem hier habe ich da noch ein bisschen geflucht. Das hat die Kiel gekriegt und das hat die Gartenstadt. Okay, dann ist TBS 404. Ja, dann geht es gut, weil das hier sieht jetzt sehr, sehr cool aus, finde ich. Und dann ist auch gemacht und dann hast du hier. Genau, okay, wir noch mal einen Tagedog. Ich habe ein bisschen die Punktfeber verteilt. Ja. Das dann raufgelegt. Dann ist der Nentrex. Harte 3, machst du das mal bitte. Juhu! Und dann Skalpell. Einmal nicht rumgeschnitten, sondern so. Ist der da gut aufgehoben? Nee, der möchte sich gern mal traktorisieren. Das hier wird steinhart. Ja, sag was. Einer vorne. Okay. Muss er den noch drehen hier? Ja, das macht er nach, aber nachdem er sich traktorisiert hat. Und dann legt er den nach vorne in den Bullseye rein. Ja. Okay. Und legt sie noch in die Welt. Und dann ist die Runde schon wieder zu Ende. Jo. Jo. Das ist ja mehr taktil als doch aufliegen. Ja, also das ist ja schon. Hast ja auch mal ein Fußball-Etikett drauflegen. Ja, Systemphase sozusagen, was? Ja, mach mal. Da direkt drauf fliegt er mich gleich tot. Ja, da kommt ein bisschen was bei rum. Verlegst einen Tag in einer Runde und vielleicht noch einen halben. Dann stehst du vielleicht mit Glück einen raus. Wenn du einen guten Anflug hast. Oder du hast schon Pappen. Ja. Ne? Du hast ja Pappen. Ja, aber gut. Bringt auch nicht so viel. Mal gucken. Das ist doch ein bisschen Übung, glaube ich. Das Frauen im Late Game. Frauen im Late Game. So. Seite 1, sagt er. Die ist. Genau. Wegen deines Druiden. Ja, bei dem will ich auch noch probieren, dass man die Lehrer schon so gut hat. Ich kann mir das vorstellen. Also ja. Zinger. Zwei Mal raus. Bis auf die Augen ein paar Akzente. So fliegen wir einmal um Bord rum. Das könnte sein, muss aber nicht sein. Nee. Das liegt auch schon drin. Ja. Wir kriegen ein dreckiges Braun. Ja. Drei Grad raus. Und die Haut, oder weiß ich halt noch nicht. Vielleicht mache ich die auch so ein bisschen. Das ist halt wieder unser. Also hier so leicht was. Oh, aber das kann man noch. So,
Ja, dann bist du da. Ja. So, dann ist auch mal das von hier. Noch voller rein. Und dann mal 13 Leute, die einmal da sind. Das wird interessant. Kannst du eine 4? Wälde. Na, komm mal zu mir rüber. Ich hab vor. Das ist ein Kuschel, ne? Ein Passwort machen so. Mhm. Das war's, ne? Jo. Dann ist es noch meine 4. Ich mach das mal so rum. Mhm. Meine 5, der macht eine Seite 3, magst du das mal bitte tun? Der dreht mal seinen Winkel nach, also der traktorisiert, nee, erstmal traktorisiert er sich, dann einer vorne. Ne, winkelt er noch nicht. Dann dreht er seinen Winkel da. Und dann hat er den. Dann haben wir jetzt sozusagen Ende der Bewegungsphase. Jetzt überlege ich gerade, den zu traktorisieren. Vielleicht hat er dann Reifen. Ich darf ja auch andere Schiffe. Da hast du ein Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel. Reichweite 0 bis 1 wählen. Transferiere einen Fangstrahlmarker darauf. Guck mal, wer da noch so in Reichweite 1 ist, ob der eventuell auch noch in Reichweite 1 ist. Ja, der sogar auch. Das ist aber echt weit, ne? Ich versuch's mal einfach. Du glaubst nichts, sagst du. So, dann darf der Fünfer schießen. Hat nichts. Dann darf dein mein Vierer schießen. Ah, du hast eine Eni, dein Vierer. Kann ich. Mein Vierer kann auch nicht. Dann sind deine Dreier. Der hat nichts. Und der hat auch nichts. Schade, wäre cool gewesen, wenn es dann gegangen wäre. Aber es ging ja nicht. Gegangen.
Hey! Ja, warte mal. Was denn? Mal kurz was schauen. Ich habe ja noch eine. Die habe ich leider nicht. Nee, habe ich ja noch Reichweite 2 mit meiner. Ja! Achso, ob du noch die Drohnen schießen kannst. Ja, verstehe. Ach, da sind die. Ich hab die schon vermisst. Das du, und du verdächtigst hier halt eine Mütze schon. Nee, ich habe nur gefragt, wo die abgeblieben sind. Ich habe niemanden verdächtigt. Hey. Okay. Ja. Die sind immer noch da drunter oder hast du sie rausgezogen? Ah, er hat sie rausgezogen. Die guten, ja, den vier Todessternmann. Die habe ich so vermisst. Da sind sie wieder. Hm. Auf Wiedersehen. Komm gut nach Hause. Danke. Von sieben? Fahren wir bitte. Und dann komme ich Sonntag irgendwann wieder. Über die Woche. Tschüss. Tschüss. Da kann keine Zeit mit reinfliegen. Nee, kann die nicht. Das ist doch krass. Nee. Mann. Schauen wir mal. Ja, was müssen wir das machen? Nicht so einfach, Mann. Gar nicht so einfach. Ja, da ist so. Was macht denn den Text?
Ich habe nicht was gemacht. Nee, ich auch nicht. Schlag doch mal was vor. Seite 17. Harte 1 nach links. Harte 1 nach links, ja. Schlag doch mal was vor. Ja, ist doch gut. Alle, ich würde alle nach links ziehen. Ach, wär's doch mal so. Machen wir mal. Bis die Phase. Ja, warte mal. Der macht das, der macht das. Der bleibt stehen. Und der fliegt 10 Grad aus. Also, warum mal Lütten immer? Du, wenn irgendwas ist. Und einfach. Sagen Sie deine Dreier. Meine Dreier. Sechte 3 für den Dreier. Die Kinder sind so dumm. Hallo, hallo? So. Deine Kinder. Nun muss ich mal schauen, was dein. Der kann mich auf den Stein schieben, ne? Kann er das auch, ja, ne? Die können, passen, ne? Ja, das, wir haben, der hat auch das Einfangen, heißt die. Ja, Einfangen. Er kann dich einfangen. Das würde vielleicht sogar passen. Das würde vielleicht sogar passen, ja. Was brechst du denn mit dem auf Seite 3 nach vorne? Ich dachte, das können wir andere, das kennen wir alle. Nein, ich dachte tatsächlich, dass das können die nur, wenn ihr halt eben diese Elite-Fähigkeit ausrüstet. Mhm. Ich meine, ich dachte eigentlich, können wir noch über. Aber nein, ist halt so. Dann müssen wir die Applikation nehmen, die er ist. Also dann noch mehr Dreier? Sinker, soll ich mal machen? Oder? Ja. Dann bricht er doch da einen ab. Da ist der Sinker. Herr Sinker für dich. Ach so, Herr Sinker. Das passt wirklich nicht. Das passt gar nicht. Das habe ich für kacke geflogen. Hab ich ja scheiße. Ja. Hast du Ekel oder was? Ja. Oh nein. Du machst halt so was. Ich dachte, das passt. Oh, ja. Passt doch nicht. Ja, falsch gedacht. Du bist da. Dann bin ich nochmal dran. Dann fliegt der mal eins gerade aus. Stimmt, die haben auch die Krallen, ne? Ja, die haben die Krallen. Und ich dachte, der scheiß Stein steht im Weg. Ah, geiler Stein, ne? Ups, das war wirklich Stein. So, das ist der Orange. Der dreht mal seine Dinger um. Dann darf der nämlich noch eine lustige Aktion machen. Da würde der gerne mal einen Target-Lock versuchen. Ah, ich muss nicht mehr mit diesen... Ja, Target-Lock von Orange auf den. Ich muss mich mehr mit den ganzen Listen beschäftigen. Das war jetzt doof. So, dann ist der hier dran. Der macht eine Seite 2 dahin. Magst du mal diesen also festhalten? Bloß da hinschmeißen. Das war doof jetzt. Der Gelbe. Da kommt die Amidala gleich noch angerauscht. Oh, die ist zu weit weg für den Target. Der ist auch zu weit weg. Dann musst du messen. Die Amidala ist zu weit weg für den Target. Dann nimmt er sich ein Egg-Legen. Und das ist sein. Mit dran, ne? Ja, deine 4 sozusagen. 5 heraus. Ja, die gibt aber voll Stoff. Rein in meine Ark. Kann wohl sein. Ja, man kriegt einen E-Rate. So. Ja, immerhin das. Die haben alle so eine Krallendinger da, ne? Die haben alle Landungskrallen, ja. Und der ist total schon mit 2 Grad raus. Achso, der hat noch eine Aktion. Na, mach doch. Ah, ne, der hat halt also genau, genau, der hat Tagelocke als Aktion gegeben. Also gut. Ja, alles richtig gemacht. Da war er wieder. Ich glaube, ich gebe mir nicht so richtig.
Mann, wir haben ja noch überhaupt gar keinen Damage gemacht, ne? Ich weiß gerade, was ich mache. Schon 35 Minuten schon gespielt, nicht einmal Damage. Fliegt ihr gegenseitig einfach nur untereinander rum? Nee, jetzt wird's heiße Phase. Heiße Phase. Wir nähern uns in der Mitte des. Frage nochmal. Ja, wenn du mich bammst und auf den Stein kommst, ziehen trotzdem deine Kraken? Ja, klar. Solange du ein Manöver ausführst, falls du einen Asteroiden oder eine Trümmerwolke überschneidest. Ich verstehe. Mhm. Und ein oder weniger andere befreundete Schiffe in Reichweite 0 des Hindernisses sind, darfst du diese Karte umbringen. Mhm. Ja. So, meine Fasslange. Weiß ich nicht. Machst du eine? Oh, schon. Ein Schub. Voll rein da. Was hat sie überhaupt? Man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal, sagt sie. Aggressive Verhandlung. Aggressive Verhandlung. Dann ist meine 4. Richtig? Richtig. Mhm. Der macht 3 gerade auch. Ich hätte doch mal die Fassrolle machen sollen. Dann hätte ich jedenfalls ein bisschen mit geblockt. Die Fassrolle hätte ihn geblockt. So, und der dreht natürlich auch seine Krallen um und macht dann noch seine Aktion. Darf dann Target Lock machen. Ja, darf er. Dann ist er, da war ich ein bisschen zu feig. Da wäre ich mal lieber gerade ausgeflogen. Ja, die Matte ja auch einfach parallel legen können. Ja, hätten wir, wollten wir aber nicht. Ja, hätten wir. Wenn man einfach die. Was stimmt denn mit der Matte jetzt nicht? Ne? Ja, nee, das ist die. Das ist der. Die Linse ist gebogen. So, dann will der natürlich sich nicht traktoren, weil dann muss ich ja meinen Winkel drehen. So. So. Dann darf der auf dich schießen. Der Fünfer fängt an. Der schießt auf den Y-Wing in Reichweite 2 und hat dann 2 Würfel. Passiert hier irgendwas, wenn ich neues Fenster öffne? Wahrscheinlich nicht. Ich guck mal. Dann gebe ich den Fokus aus für 1. Sieht gut aus. Den nehme ich. Gut, dann habe ich jetzt getroffen. Dann dürfen die beiden ein rotes Cake mit machen. Ach so, ja, kurz. Was muss man erzählen? Was soll ich? So, ja, habe ich dir doch am Anfang erzählt. Ja, dann meinetwegen gibt den Fokus auf. Dann ist das doch seine Fähigkeit, ne? Das ist seine Fähigkeit, wenn er getroffen hat. Ja, nee, dann gibt den Fokus natürlich aus. Dann gibt es den Fokus natürlich aus. Ja. Das ist. Muss man alles wissen. Ja, deswegen sage ich. Gut, du hast nicht getroffen. Jetzt bin ich dran. Das ist deine 4, ja? 3 Stück. 3 Stück in meine 3, ja, in meinen gelben Bomber. Ich mal die Zauber, das wird alles, was ich habe. So, rein da. Guck mal, da hast du ja ist schon mal ein Crit. Und du hast, Finte ist aktiv. Jetzt. Da drehe ich ein Auge. Und ich darf ja nur einen drehen. Was mache ich dann mit meinem Kalkenberg? Genau, du darfst ein Auge modifizieren. Hab ich. Dann ist meine 4. Ja. Der schießt dann in Reichweite 1. Durch den Stein. Das ist, ich ignoriere das. Ach, ja, ich ignoriere das. Und glaubt sie. So, dann hat er 4 Würfel in Reichweite 1. Weil das DBS 4x4 ist. Ja. Und da geht er noch sein Tagelog aus. Muss ich ja lohnen, sagt er. Ja, leider durfte er das nicht machen. Ja, dann sieht das so aus. Hit, Crit auf dein Y-Wing. Ja, leider. Teile ich 2 Schilder. 2 Schilder auf den. Wie heißt der nochmal? Boardside. So, jetzt schau ich. Warte, dann kriege ich erstmal einen Crit. Achso, das ist seine Fähigkeit. Was hast du denn Schönes bekommen? Er bekommt ein Damage Sensor Array. Er darf nur noch Fokusaktion machen. Hahaha. Hat er ja gar nicht. Wie dumm. Aber ich kann das ja reparieren. So, DBS gibt einen Crit, Damage Sensor. Natürlich, aber ich habe nichts zu modifizieren. Sind die 2 Schilde verloren? Sind nicht 2 Schilde verloren? 2 Schilde verloren, ja. Ach, die Nummer ist dann wieder rückgängig gemacht. Darf ich jetzt gucken, ob ich gucken kann?
Ja, deine der Dreier sind zuerst dran. Der kann nichts, mein Dreier. Könnte es in Reichweite 1 auf ihn schießen? Mhm, könnte er. Sogar am Stein vorbei, wenn ich gerade in die Möbel bin. Mhm. Dann habe ich da nichts zu modifizieren. Hier kann ich jedenfalls noch mein Auge drehen. Dann kannst du ein Auge drehen. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt schlauer? Ne? Was ist jetzt schlauer? Ich schieße mit Ion geschützt auf ihn hier. Ja. Drei Stück. Das war nochmal seine Fähigkeit. Solange du ein Fünfes, dass man dann eine Leerseite in Auge drehen. Ja, ein Treffer. Nee, kein Treffer. Du hast eine Leerseite in dein Auge drin. Ja. Ne? Aber hattest du nicht eine Leerseite? Ja, aber mir bringt dein Auge nichts, weil ich kein nichts zu modifizieren habe. Achso, du hast eine Leerseite in ein Auge. Ah, Verstärker. Jetzt habe ich es verstanden. Dann ist meine 3 dran. Zinker, genau, Zinker würde mich auch außerhalb der Reihe verlieren. Ja, genau. Meine 3, das ist der orangefarben, ne? Da geht mal hier so eine Ladung aus. Proton-Torpedos. Ja, ja. Okay. Und dann sind das mal 4 Würfel auf deinen Wortzeichen. Ich hätte wirklich die Fassvoll machen sollen, dann hätte ich mich die ganzen Schlüssel im Dings gehabt hier. Naja. Den darf ich noch einen Grip drehen. Ich brauche das Auge, würfel ich nochmal nach. Roger wird mich nie wieder spielen lassen. Ja. Oh! Roger, 2 Hits, 2 Crits. Einiges ist erfüllt. Und noch ein Hit. Warte mal, solange du verteilst, dass du nicht kritisch beschädigt bist, ändere ein. Achso, ein Jahr. Ein Jahr darfst du wieder zurückdrehen. Genau. Ich komme erstmal jetzt den zweiten Hit. Der geht schon auf die Hülle. Genau, der erste Crit. Der ging aufs Schild. Der geht in die Hülle. Genau. Dann kommt noch einer in die Hülle, dann hast du noch 3. Genau. Und dann kriegst du einen Crit. Und das ist ein Crit und das ist der geblendete Fluss. Solange du Angriffe durchführst, kannst du deine Würfel modifizieren. Und den du. Mit Machen modifizieren, ne? So. Das habt ihr nochmal. Ja, der hat dann Reichweite 1. Mhm. Einfach mal so 3 Würfel in die Pappen rein. Mhm. Ja, kann er. Schön mal. Aus der Hand. An, ja. 2 mit einem Delay. Guck mal, dann kriegst du doch nur ein Schild weg. Das ist doch nicht so schlimm. Das war's. Das war's. Du warst richtig schlecht geflogen. Mann, Mann, Mann. Das ist ja. Ja. Wir hoffen schon. Ja, ich stimme dir ja nur zu. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass du meinen Netflix da ionisierst. Also meine erste Idee war wirklich mit Padme hier die Fassholz zu machen. Das wäre deutlich besser gewesen. Dann hätte ich ihn geblockt. Er hätte keine Zielfassung drauf gehabt. Aus seinem Feuerwinkel wäre ich vielleicht nicht rausgekommen, aber ich hätte seinen Würfel noch blocken können. Da, da geht's mich in mein Auto nach Hause. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss, Ladies. Tschüss, Baby. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, ja, vielen herzlichen Dank. Viele herzliche Dank. Viele herzliche Glückwünsche. Bin ich auf Freitag, Folge? Freitag, ja, wahrscheinlich bin ich hier. Lass uns mal Freitag wieder eine Runde zocken. Ja, ja, das Ding ist, in 2 Wochen ist. Großes Turnier in Salzgitter. Ja. Und ich weiß noch überhaupt nicht, was ich da spielen soll. Guildball. Achso, ja, ich bringe ja noch meinen Guildball-Sachen mit. Ich soll schon noch alle Fragen stellen. Ja, gut, alles klar. Frag mich nochmal, wenn du hier guckst. Ja, sehr gerne. So, du kannst ja jetzt auf dein Steinchen noch stehen bleiben. Ich darf da stehen bleiben. Ist das nicht witzig? Hm. Punkte gemacht? Habe ich schon Punkte gemacht? Ja, 22. Ach ja, aber einen halben Wortzeit. Der kostet 44 Punkte? Ist ja Schnapper, ne? Eigentlich? Ja, aber ja. Ich hätte, glaube ich, direkt einfach anfliegen sollen und dann
Ja, wie denn? Stand er da? Naja, ich hätte einfach hier reindrehen sollen, auf dich rauflegen sollen. Das wäre besser, als hier jetzt irgendwie Kunststücke zu. No, wir sind dann so isoliert hier, ne? No. Sind die so ein bisschen isoliert? Da kommt der Sinker rein. Das ist alles ein bisschen. Nicht so geil, sagst du. Sie können stehen bleiben und sich natürlich auch noch 90 Grad drehen, wenn Sie da wollen. Ja, ne? Ja, nicht bloß, wenn du sagst, ach, das könnte ich auch noch, dann schon mal Bescheid weisen. Ach, das. Damit du schon mal Bescheid weisen tust. Hat der nochmal für die Fähigkeit, ich glaube. Der kann halt, seine Fähigkeit ist auch halt, dass er halt eine 0 eingreifen kann und dass er halt in Reichweite 0 bis 1 halt einen extra Würfel noch bekommt. Dann muss er aber, wenn er den extra Würfel nimmt, muss er halt einen Krieg da rein kriegt. So, was macht denn dein Wyoming da? Kann er ja so fliegen. Jetzt die ganze Zeit auf dem Stein bleiben und dann eine Aktion machen muss. Ja, okay. Das ist ja auch hammergeil, ne? Hühnerkacke. Hühnerkacke, sagst du. Ich mach nur Holz. Da habe ich schon verballert das Spiel hier. Systemphase, ne? Na, dann mach mal. Mal wieder rausziehen. Okay. Dann sind deine Dwarier. Ist eigentlich egal, wo ich ihn fliege. Oh, was ist denn? Ist egal, wo du ihn fliegst? Naja, wenn du dich eh drehen kannst, schießen kannst, wie du willst. Dann ist das scheiße. So. Dann ist das scheiße. Aber manchmal nur für den Crit hier noch, ne? Ich repariere den Crit. Du reparierst den Crit, dass du. Okay. Dann machen wir mal wieder was weg. Habe ich nochmal reingemacht, den Crit? Ja, blinded, blinded. Also eine schnelle Augenspülung gemacht. Den auch bitte. Jackie Becky. Oh. Der wird gestresst. So, dann letzte Frage. Mal die drei dran. Der dreht sich einfach mal nur. Und mal einen Tageblock auf den. Jojo. Dann ist der, der macht eine seichte 2. Müssen wir da mal die Padme da mal wegnehmen. Oh! Ja, der bombt da rein. Aber das ist nicht der 404er, das heißt, der kann nicht auf dich schießen. Gott sei Dank. Immerhin das. Ja, der Rotzeit ist weg. Sorry, den Erfolg ist ja verheizt.
Die SCD war auch hier oben reingeschrieben. Hätte ich ja lieber mal machen sollen. So, dann ist deine 4. Meine 4? Die Patne. Die Patne. Ich wollte erst eine harte 3 machen, aber dann hätte ich ja reingepumpst. Guck mal, kannst ja gleich auf den Druiden schießen. Hm? Also auf den Sondendruiden kannst du ja gleich schießen. Ich hatte 1 zu machen. Oh. Hm. Kann ich da rüberfliegen? Ja, du kannst da drauf fliegen. Warte mal, du überschneidest mich, dann kannst du würfel ich erstmal. Bei Augen geht der nämlich kaputt, dann können wir den gleich wegnehmen. Ja, ist kaputt. Boom! Ach, Punkte, ein. Nee, kostet nichts. Nicht mal das. Nicht mal das. Dann ist meine 4. Der bleibt einfach stehen und repariert mal sein Damage Sensor Array. Dann ist der Nantex. Was macht der? Ein harter 1. Da hat die Patne ja noch drin. Da hat die Patne ihn drin. Ich hätte gerne noch den Bronze. Einmal ein Torpedo. Der hat noch wie viele Leben? 2, ne? 2. Da habe ich einen Torpedo und einen Reichweite-Anschuss. So. Ich könnte mich jetzt Traktoren. Ja, der Traktort sich mal selbst zur Seite. Oder nach vorne. Ja, das sind halt Highskill-Schiffe, das dauert ein bisschen. Highskill-Schiffe? Ist ja so. Mann, ich hab das ganze Spiel voll verflogen. Da muss man eigentlich nicht mehr viel machen. Drückt er sich so zur Seite. Ist so. Dann dreht er mal seinen Wingo. Wo dreht er den denn hin? Nach hinten darf ich ja leider nicht. Und dann nimmt er sich einen Fokus. So. Danke. Dann erstmal gucken. Er hat vielleicht einen Bullseye-Shot. Nein. Außerhalb der Reichweite. Dann darf meine 4. Ja, mach ich weiter 1. Dann hat er mal wieder 4 Würfel. Kriegt er selber Schaden oder was? Er kriegt ja keinen Crit, ja. Das ist gut. Was heißt das? Oh, ist das schlecht geflogen noch. Aber er kriegt noch einen Crit und diesmal ist es ein Panic Pilot. Dann bekommt er nochmal 2 Stress. Ich mal bei Dreier schießen. Die Dreier kann schießen. Den habe ich auch drin. Den habe ich nicht drin, aber den habe ich drin. Den Reichweite da. Das ist doch gut. Ich kann schießen! Auf den Dreier? Ja, ja, ich habe nichts anderes leider drin. Zauberwürfel hier. Nee, das sind die Clubwürfel. Ja. 2 Stück! Was? Ja. Dann kriegst du einen Strain Marker. Dann kriegt er einen Strain Marker. Wo sehen sie? Sehen die aus? Ah, die sind das. Mhm. Dann hast du. Ja. Der Dreier wird nichts haben. Dann schießt der Dreier halt auf deinen Sinker. Jo. 2 Würfel. Weil das Target Object. Ja, Daddies! Und dann kriegt ihr eine Zielerfassung drauf. Weil du das Schiff im seitlichen Archon Jack angegriffen wird. Ja. Das ist ja auch fies, ne? So muss ja mal sein, ne? So, wieso gibst du den wieder? Achso, alles. Nein, der Jack. Nee, ich hatte mich verguckt.
Dem Jack ist lila. Na, siehst du, heute haben wir so viele Schiffe, das ist auch nicht mehr so kompliziert hier. Du hast eins weniger, ne? Ja. Der ist gestrained. Die 1 geradeaus ist ja gar nicht blau. Wie schön ist das? Ist das ein schönes am Blau ist hier? Ist es das hier? Nö, ne, das ist deins. Also 2 und 3 geradeaus und harte 2. Hast du einen blauen Manöver bei dem? Bei wem? Bei denen hier. Also stehen bleiben, erfährt einen Stress. Wenn die stehen bleiben auf dem Asteroiden, dürfen die einen Stress wegnehmen. Und sonst 2 geradeaus, 3 geradeaus, harte 2. Da wollen wir mal gucken. So. So, was macht Muschi hier? Muschi, sagst du? Die ist ganz schön fett, ne? Jo, darf ich? Nee, ich hab noch 2 Räder in der Hand. Dann haben wir aber noch Zeit. 17 Minuten. Das haben wir die ganze Zeit gemacht. Ich hab keine Ahnung. Alles offen. Okay. Schickt man dann direkt in die Achse nach vorne und dann. Ja, ich höre das schon. Das ist die Phase, ne? Jawohl. Ich habe noch einen. Dau, 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 dau. Dann sind deine beiden Dreier dran. Ja, das muss ich. 1 geradeaus. Hückes. Hücke. Und der Jack. Jack im Mube. Jack, Jack, Jack. So. Stress weg. Endlich mal wieder. Der gibt sich einen Fokus. Hier fast nach hinten drauf. Dann sind meine Dreier, ne? Meine Dreier. Der baut seinen Strain ab, indem er 2 blaue gerade ausfliegt. So. Die Arks sind ja noch voll beide, ne? Die sind proppelvoll. Proppelvoll. Bis oben hin. Bis oben hin. Ich glaube, die sind alle verheizen. Alles gut, weit vor der Einschuss. Ja, super. Der andere Dreier, der dreht sich. Dann eine Tagelock-Aktion. Ja. Das da
Senke durch die Gasröhre oder die Pumpe? Du hast ja jetzt ja die Aktion gemacht. Ja. Ja. Ich darf ja trotzdem wählen, welches Schiff ich als Ziel erfassen möchte, oder? Ich kann ja auch die Paddel nehmen. Ist das nicht so, wenn man schon vorher misst? Ich weiß das nicht. Nein. Ja, okay. Wenn man genau misst, so war das. Wenn man schon genau misst, ob man im Hinternis ist. Quatsch. Blödsinn. Ich habe nur die Reichweite gemessen. Ja, ja. Dass du die Wolke erwähnt. Ja, und? Mach mal. Ja, ja. Wenn du mit mir redest, dauert das noch länger. Mach mal. Weil ich bin ja nicht so Multitasking, kann ich nicht. Weißt du doch. Mach mal. Und die Partner, die machen nämlich eine harte 3. Dann steht die kann sie gar nicht. Eine harte 3 stehe ich da hinten. Die macht die halt eine seichte 3. Deshalb kann ich ja gar nicht schießen. Machst du trotzdem. So willst du mir jetzt nur reinreden, dass ich da keinen Tag drauf brauche, weil du Angst hast. Ja! Oh! Sigar muss sterben. So, dann ist deine 4. Ja, tatsächlich. Ich habe tatsächlich eine seichte 3 gemacht. Siehst du? Aber, wenn das natürlich... Ja, wenn du gar nicht im 8. Bist du gar nicht im 8 drin? Nee, glaube ich auch nicht. Ansonsten hätte ich mich rausgerollt. Aber guck mal, ich wäre gar nicht drin gewesen. Nee. Jetzt mache ich ein Evade. So, jetzt muss ich mal gucken, was mache ich denn, um irgendwie ins Geschehen wieder einzugreifen. Würde ich einfach mal Boost! Und wieder drüben. Und jetzt ist er ja drin. So. Da will ich die nach vorne nehmen, nehme ich gerne drin. So. So, meine 4. Ja. Bleibt einfach stehen, baut einen Stress. Jawohl, ja. So, ja, der Nentex. Der Nentex. Seichte 3. Wo will der immer hin? Guck mal, da fällt er schon um, der Nentex. Wo will der immer hin? Das machen sie viele. Guck mal, ich könnte jetzt meinen Winkel drehen mit Traktoren, aber da kann ich dich nicht Traktoren, dann hilft mir das wenig. Kann ich Traktoren darüber? Kann ich auch einen Traktor? Ich glaube, ihr Finger da von der Platte. Das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige. Ja, ich habe also schon den Finger. Ja, du hast ja deine Finger operativ so verkürzen lassen, dass das eine seichte 3 ist. Und, ja, ich weiß. Und das hier ist eine seichte, das ist 2 geradeaus. So, der nennt sich ein Traktor. Ja, ich bin gespannt. Was passiert jetzt? Stark. Dann dreht er seinen Winkel. Dann nimmt er sich ein Auge. Dann darfst du schießen, den Reifer 1. Nein, ich darf erstmal zu am Ende der Aktivierungsphase meinen Traktormarker wieder rüberschieben. Und zwar ein Schiff in meinem mobilen Winkel in Reichweite 1 oder 0. Das wären die beiden. Der orangefarbene schießt durch die Wolke auf den. Ich nehme den. Okay. Dann schießt der auch auf den. Reichweite 1 hatten wir jetzt festgestellt. Aus dem Ding habe ich 3 Würfel. Ein Hit und ein Crit, den kriegst du einfach, weil du ja getaktet bist. Hast du einen Würfel wieder? Ja, ist der. Das war sehr klasse. Das ist der Jack. Der verliert mal einfach 2 Schilder. Krass. Dann ist deine 4. Jo, die wir nochmal. 2 Stück. 3. Ich würde gerne noch wissen, ob dein Jack auch noch in Reichweite ist. Wieso? Weil der getraktort ist, dann dürfte ich einen nachwürfeln. Aber ist er nicht. Dann habe ich aber nur so 3 Stück. 2 Stück? Ja. 2 gegen 3. Für nichts. Für nichts. Für nichts. Für lau. Ja, ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Dann ist meine 4. Deine 4. Schießt. Auf was schießt sie denn? Meine 4. Kann sie auf Partner schießen? Nein. Hm. Kann sie auf den Jack schießen? Nein. Dann schießt sie halt auf den Sinker durch die Gaswolke. Reichweite 3. Hast du 2 Würfel? Ne, 3 Würfel sogar, weil du gar nicht getroffen bist. 2 gegen 3. 2 Tage doch, habe ich nicht drauf. Das
So. Aus der Hand! Aus der Hand. Guck mal, den darf ich mal umdrehen. So. Warum darfst du den umdrehen? Nee, der Seite darfst du den umdrehen. Ja, war auch mit der Seite. Achso, ich dachte, das waren auch. Nee, das, die beiden waren auch. Das war, überlege ich jetzt gerade. Aber ich, tatsächlich, ich werde den einen Schaden aus Singer nennen. Singer kriegt einen Schaden. Ja. Also ein Schild. Ja. So. Dann sind deine beiden Dreier dran. Ja, tatsächlich. Und Zinker schießen Reifer 1 auf den gelben. Ja. Mal gucken, wie geht die aus? Ja. Hit, 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 alles. 1000 Übungen. Guck mal, da blanke ich aus. Dann kriegt der gelbe. Hit. Oh, nein, der hat nicht irgendwie 4. So. So, 3, 4 Stück rein, ne? Dann hat 3 Hits und 1 Crit. So, und dann gucken wir mal. Voll Treffer. So, Hit, Hit, Hit und Volltreffer. Aber er wird ja noch nicht abgeräumt. Nein, soll er auch nicht. Nö. Guck mal, hast du ein Glück doch. Eigentlich habe ich Pech. Wieso? Weil ja, das war natürlich ein unlucky Wurf. Der war wirklich Pech behaftet. Ich habe ja nichts mehr drin, ne? Die da ist drin. Schade, siehst du, deshalb war es doof. Dann. Schieß mal. Ja, der Gelbe, der gibt mal eine Ladung Proton-Torpedos aus. Obwohl, warte mal, kann ich noch auf das Schiff schießen? Auf welches Schiff? Das zerstört worden ist. Natürlich. Ja, dann möchte ich da nochmal drauf schießen. Drei Stück? Dann mach das mal. Vielleicht habe ich noch einen guten Crit. Vielleicht. Die Zielfassung gebe ich aus. So, genau, jetzt überlege ich mal, will ich das nehmen? Kann noch einer auf den gelben? Du kannst den Torpedo drauf schießen. Crit und ein Auge. Ja. Das lasse ich so. Schade. Ich habe mal gehofft, so, dann gibt er jetzt halt einen Proton-Torpedo. Ich Crit nochmal bekommen, weißt du? Dass er seinen Würfel nicht modifizieren kann. Ja. Dann schießt er halt auf den Jack mit seinem Proton-Torpedo. Ja, mach das mal. Dann benutze ich meine Zielerfassung. Guck mal, das wäre nämlich ein geiler Crit gewesen. Du darfst damit wirklich nicht modifizieren. Dann darf ich den in einen Crit drehen. Ja. Und mit dem Kickback den. Gut, ein Hit geht aufs Schild und der kommt Hit-Crit durch. Jo. Der Crit ist ein Konsolenbrand, bevor du kämpfst. Oh Gott, dass ich schon gekämpft habe. Konsolenfeuer. So, dann habe ich da hinten noch eine 3. Und der hat sein Kegel eben ausgegeben, ne? Der schießt dann halt auch einmal Proton-Torpedos. Durch die Wolke. Zwei Würfel, eine Leerseite darfst du drehen, hast aber kein Auge mehr. So, der Orange. 4 Würfel. Auf Zinker. Den dann noch ein Crit drehen. Krass. Und wie geht die Zinkerfassung aus? Joa, nicht schlecht. Okay, ne? Oh, da blinkt. Einen darf ich drehen. Durch die Gaswolke, ja, tatsächlich. Ja. Dann kriegst du Hit und Crit. Zwei Schritte weg. Zinker. Und der Crit ist. Gelöste Stabilisatoren. Das bedeutet? Ich darf dir nicht sagen. Doch, sag mal. Nachdem ein Nicht-Geradeaus-Manöver ausgeführt, erleidet einen Schaden. Gelöste Stabilisatoren. Also muss ich ein Geradeaus-Manöver fliegen? Muss ich ein Geradeaus-Manöver fliegen, damit ich keinen Schaden habe? Du musst geradeaus fliegen, damit du keinen Schaden bekommst. Ja, das ist ja blöd. Und zwar haben die jetzt ja eigentlich die. Der hat einen Crit. Und der Endkrieg. Wollen wir nicht vergessen. Das war's, ne? Das war's. Also, der Sinker, ne? Der muss jetzt gerade ausfliegen, sonst kriegt der Schaden. Richtig? Yes. Und der Jack, was hat der? Der muss am Anfang der Kampfphase was machen? Würfeln, sonst kriegt der Schaden. Genau. Was würfelt der? Wenn er Hit würfelt, kriegt der Schaden. Richtig? Richtig. Danke. Okay. Eieieiei.
Naja, haben wir ja noch. 5 Minuten. Der Chef muss noch raus, ne? Der Chef muss noch raus. Achso, ja, der ist zerstört. Ne? Wie hat der denn noch hier? Wer denn? Der hat noch 3. Das ist nicht, also, hat er eben Würfel mehr genommen? Nee, hat er keinen, ne? Zum Angriff, ne? Würfel mehr genommen? Warum? Da hat er schon gesagt, wenn er Würfel mehr nimmt, kriegt er einen Schaden, ne? Ja, aber vielleicht hat er 0 und 1. Achso, ja, ja, alles klar. Gut. Baut den Stress ab, wenn er auf dem Stein bleibt? Ja, wenn er auf dem Stein stehen bleibt, darf er den Stress abbauen. Wie viel hat Tenzin genau? Wie viel Leben? Was hat der für einen guten Kredit hier? Der ist schon leer geballert hier, ne? Der ist schon leer geballert. Jo, da gab's ab? Nein, das ist eine Systemphase. Dann machen wir eine Systemphase. So, jetzt aber. Okay, dann Schaden. Jo, ist das so? Zinker kriegt einen Schaden. Das sind halbe Punkte. Dann ist das so. Ist das jetzt repariert, nachdem du es einmal gemacht hast? Nö, Aktion repariert diese Karte. Nee, aber steht da noch was anderes. Kriegt er von Schaden. Da drüber steht nachdem. Nachdem er eigentlich gerade aus dem Wurst erleidet einen Schaden und repariert diese Karte. Ach, siehste? So. Guck mal. Und danke, hab ich bekommen. Bitte. Und dann. Puh! So, dann ist der hier noch. Kai-Uwe dran. Kai-Uwe. Soll ich dir irgendwas helfen? Nö. Ne, dir ist nicht mehr zu helfen, sagst du. Wieso nimmst du deinen Crit weg? Ich würde den eigentlich mal sehen, warte mal. Full Caps. Okay. Warte mal. Der Full Caps, wenn er jetzt alleine schreit, den nehmen wir weg. Das heißt, du hast den Stabilizer erst repariert und die Konsole verlässt. Genau. Dann machen wir auch. Meine 3, was habe ich da eingestellt? Ach, guck mal, der wollte sich mal ein bisschen drehen. Habe ich schon kurzzeitig überlegt, ob ich damals Reload machen soll. Gedenkt. Ja, aber der hat ja schon alles rausgeballert, aber der macht ja keinen Reload, der macht mal
Frage noch auf den. Okay, der Mika, ne? Dann ist deine 4 in der Tat. Welcher ist das hier? Das ist meine 4. Welcher ist das? Der hier, ja, ne? Hart 3. Da steht sie nur. Entschuldigung. Auf jeden Fall kriegt ein Array. So. Teile übrigens aus, das heißt letzte Runde. Nein! Mhm. Komm, dann geht's nochmal als Aktion Fokus. Was soll der Geiz jetzt hier? So, dann ist meine 4. Meine 4 bleibt stehen, baut einen Stress ab. So, der Sinker hat noch aktuell 4 Leben. Alles da rein, das geht. Dann ist meine 5. Magst du mal den Druiden markieren? Den brauchen wir eh nicht mehr. Den brauchen wir eh nicht mehr. Hast auch wieder recht. Halt mal den Asteroiden da so fest. Danke. Ist ganz klar. Beruhig den. Ich kann ja den noch immer so ein Stück rüberschieben, ne? Innerhalb des Dings. Ich kann auch würfeln, wenn du magst. Ja, das ist gut, wenn du sagst, er ist vorbei, vertraue ich dir. Sehr gut. Dann kriegt er Stress. Dann. Nimmt er sich einen Traktor? Auch bei Stress? Wahnsinn. Ja, ist keine Aktion. Wahnsinn! Ist keine Aktion. Traktor sieht sich nach vorne und dreht seinen Winkel auch nach vorne. Mhm. Aber Aktion hat er halt nicht, weil er ja gestresst ist. Mhm. So, zu Beginn der Kampfphase darf er erstmal gucken, ob der irgendwas da in Reichweite 1 hat. Nö, hat er nicht. Dann darf er einfach mal so schießen. Was habe ich denn so? Habe ich irgendwas im Bullseye? Hm. Ich fahre nicht in Reichweite. Na, halt ihn mal fest. Na, ist er ja nicht. Na doch. Mal, wenn ich den noch so weiter rüberschieben möchte, den noch gerne weiter rüberschieben. Wie siehst du? Hat sich sogar bewegt. Das ist ja der Kuhwerker. Ja, aber deiner ist ja auch schon, hat sich auch schon bewegt. Ja, mein Ding, der hat doch alles gut. Alles gut, alles gut. So, und du sagst, das ist so. Drei Würfel im Bullseye. Die Schablone, naja, das ja. Die Schablone ist ja eh schon ein Stück runter aus dem Bullseye. Ja. Nee, die ist genau drin. Ja, guck. Ja, alles gut. Dann ist er tot. Nee, er hat da noch einen. Jo, dann repariere ich den da und dann kriegt er mal zwei Krits. Strukturschaden und Dings. Zwei Krits hat er gekriegt? Ne, ja, mach mal. Hat er zwei Krits gekriegt? Ja, schon der Gierig war aus, heute noch Strukturschaden. So, Energie-Damaged Strukturschaden, sagst du? Und Energie-Regulator aus. Muss ich da machen? Also eigentlich ist er nicht drin, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, der hat sich ein bisschen. Ja, dann nimm halt einen Crit raus. Ist mir okay. So, also hat er jetzt wieder einen mehr und bekommt dann halt den ersten Crit dann nicht mehr. Dann bekommt er halt nur. Nee, ist egal, nimm alle Crits rein, wenn du. Ich will mich da nicht streiten mit dir jetzt. Nö, ich auch nicht. Und man muss dann ja auch die. Naja, gut. So. Was hast du jetzt? Energieregulator, Ausfall und? Ja, dass ich da Strukturschaden habe. Das heißt, du hast einen Würfel nehmen. So. Dann ist deine 4. Mhm. Jo, 2 auf ihn hier. Ja. Ist er durch den Stein? Nö. Natürlich. Ja. Die Ecke steht ja. Ja, gut, dann ist da ein Stein. Die Ecke steht auf dem Stein. Aber es nützt ihm nichts. Da kriegt der 2 Karten reingedrückt. Hab dann nur noch einen.
So, dann ist meine 4, der schießt in Reichweite 1. Ja, warte mal, der hat ja nur noch ein Leben, der ist hingekommen. 2. 2. Ist doch 2. Ja, hat sogar Zeit 2 gehabt. Ich habe die Karten so hingelegt, wie sie ja, hatte dann. Dann ist ja gut. Oder? Ja, dann schieße ich halt auf den. Target Lock. Ja, du bist tot. Kannst du nicht würfeln, du hast einen kaputten Dings da. Jo. Dann. Warte kurz. Ja. Wegen Zeit ab. Ja. Dann noch nachgehen. Ah, ja, genau, der ist kaputt. Und dann ist dann dein Plan. Jo. Der schießt dann auch nochmal. 3 Würfel im Stein vorbei. Ja. Halt bei 2. No, nix. Und meine 3 hat auch nichts. Ne, das war's. Zu Ende. No.